Hallo, Thema heute, Traktor Control Stand von Native Instruments, neu seit letzter Woche verfügbar. Wir stellen ihn kurz vor, zeigen, wie er funktioniert und vergleichen ihn mit der bekannten Traktor Control Bag, also eben der Tasche. Ja, der Control Stand besteht aus drei Teilen. Das ist zum einen der Ständer selbst aus Metall mit Traktor und Native Logo. Dann diese Kunststoffhülle für den X1 oder F1, wenn man den Stand als Case verwendet. Und als drittes noch diese Tasche, in die man dann den Stand mit Controller im zusammengebauten Zustand noch verpacken kann. Ja, als Stand ist es ganz einfach, man nimmt einfach den Controller und setzt den eben hier auf diese vier Noppen mit den Schraubenlöchern und hat dann eine sehr robuste und stabile Einheit, die eben auf Mixerhöhe ist, sehen wir dann gleich nochmal, und ja, lässt sich also sehr gut bedienen, wackelt oder rutscht nicht so sehr wie bei der Tasche, werden wir nachher auch nochmal im Vergleich drauf kommen. Und macht einen sehr guten Eindruck. Ja, das Ganze kann ich dann ebenfalls nochmal als Case verwenden. Dazu nehme ich eben diese Kunststoffschale. Da habe ich einen Pfeil drauf, die zeigt auf die Oberseite oder in Richtung des Controllers. Setze ich einfach hier drauf, dann habe ich hier eben die lange und hier eine kurze Seite. Das gleiche habe ich bei dem Stand, habe ich hier die lange, hier die kurze Seite und schiebe das einfach zusammen. So, das Ganze haben wir dann so. Und bildet eben ein sehr robustes und stabiles Transportcase, wo der Controller bestens geschützt ist. Und das Ganze kann ich dann nochmal hier eben in diese Tasche verpacken, wenn ich denn möchte. Es würde auch so halten, wenn es jetzt nicht so sehr in der Tasche oder in dem Rucksack, wo man sein Equipment hat, eben hin und her wackeln würde. Könnte man sich die Tasche auch sparen, aber so ist es eben dann alles komplett zusammen. Ja. Im nächsten Teil gucken wir uns den Vergleich an zwischen dem Stand und der Tasche. Ist der Preis für den Stand gerechtfertigt eben oder ist die Tasche komfortabler? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Im nächsten Teil. Ja, wir haben hier einmal den Stand, einmal den Bag, jeweils mit einem Controller drin. Vom Gewicht her ist es so, dass die sich relativ ähnlich sind. Also der Stand ist jetzt trotzdem, dass er aus Metall ist, nicht wirklich schwerer als die Tasche. Vorteil ist auf jeden Fall im Transportzustand der Stand, ich hoffe man sieht es, wesentlich kompakter als der Bag. Das heißt, ich habe viel weniger Platz, den ich brauche in meinem Rucksack. Und von der gefühlten Sicherheit her, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht wirklich einen Vorteil oder Nachteil bei beiden feststellen. Also ich habe meine X1 in der Tasche schon eine ganze Weile unterwegs und da ist nie was kaputt gegangen. Ja, und das Case sowieso durch eben Metall. Ja, der Aufbauzustand bzw. betriebsbereit ist er auch innerhalb kürzester Zeit. Einmal beim Stand und fertig. Und bei der Tasche geht es ebenso schnell. So. Ja, man sieht hier schon auch wiederum Vorteil von dem Stand. Der Controller ist relativ stabil auf dem Metallständer, während hier eben trotzdem schon ein bisschen Spiel ist. Weiterer Vorteil, auch wie beim Transport, der Stand nimmt eben wesentlich weniger Platz weg als die Tasche, dadurch, dass er kompakter ist. Nachteil ist auf jeden Fall, es gibt einige, die verwenden den Bag in dieser Art und Weise, um ihren Controller leicht schräg zu postieren. Das ist mir hier bei dem Stand nicht möglich. Ich könnte das natürlich so machen, aber
Ja, rein theoretisch habe ich hier aber eben die Kante. Ich kann es mal in die Kamera halten und versuchen, dass ich hier, also ist hier schon wesentlich komfortabler, dass ich eben an die Buttons rankomme. Er würde zwar hier halten, man kann ihn auch reinklemmen, aber so ist er schon wesentlich stabiler. Also das ist vielleicht noch ein Vorteil von der Tasche. Weiterer Vorteil von dem Bag ist, dass ich den auch, wenn ich den wollte, flexibler verwenden kann. Das heißt, ich kann auch wirklich eben nur dieses Unterteil nehmen, bin dabei nicht ganz so hoch, bin aber dann auch schmaler. Und weiterer Vorteil, dadurch, dass das hier ja, Stoff ist oder weicher ist, kann ich den Bag oder Teile von diesem Bag auch auf irgendwelches Equipment, was vorhanden ist, schon irgendwie draufstellen, um mir eine halbwegs ebene Unterlage eben zu bilden für meinen Controller, was ich bei dem Stand nicht wirklich machen kann. Also hier, ob ich jetzt den hier so auf irgendwas draufstelle oder den Controller als solches, macht nicht wirklich viel Unterschied. Ja. Soweit eigentlich der Vergleich. Wie gesagt, Transport oder beziehungsweise der Transportschutz ist bei beiden gleich gegeben. Die Abmaße für den Transport sind bei dem Stand wesentlich geringer als bei dem Case, als bei der Tasche. Und die Aufstellmöglichkeiten sind im normalen Zustand, also im ebenen Zustand, gleich. Hier wiederum stabiler und die Tasche ist flexibler einsetzbar, indem ich sie eben einmal so oder wie schon gezeigt dann auch schräg verwenden kann, was ich bei dem Stand nicht so einfach machen kann. Ein Vorteil, der mir noch einfällt bei der Tasche, ich habe ganz gerne meine USB-Kabel in der Tasche gleich mit drin. Das heißt, ich nehme hier meinen Controller und habe die USB-Kabel gleich mit umgelegt an die Seite, Deckel drauf und zu. Das geht bei dem Case eben nicht. So, zum Abschluss noch ein kleines Setup-Beispiel mit einem Mixer und dem Stand bzw. dem Bag, jeweils mit einem X1. Die Arbeitshöhe ist identisch, also ich kriege die Controller sehr gut auf Mixerhöhe mit beiden Modellen. Bei dem Stand allerdings habe ich den Vorteil, dass es eben viel näher sich an den Mixer stellen lässt und auch die Front als solche viel glatter und viel harmonischer, homogener wirkt als eben mit der Tasche. Bei der Tasche ist es so, dass ich den Controller nicht ganz so perfekt an den Mixer ranbekomme oder eben die Tasche so ein bisschen vorsteht und das Ganze leicht hin und her wackeln kann, weil der Controller ja wirklich nur auf der Tasche aufliegt. Rein funktional sind beide vollkommen identisch. Sie erfüllen ihren Zweck sowohl als Ständer als auch eben als Transportmöglichkeit. Der Stand 47 Euro, die Tasche 38 Euro. Ist der Aufpreis gerechtfertigt? Ich persönlich finde ja, weil der Stand als solches einfach die Weiterentwicklung ist und insgesamt die schönere und auch stabilere Variante ist im Gegensatz zur Tasche. Was jetzt jeder möchte oder wer sich für was entscheidet, das muss wirklich jeder selbst sehen. Wer Geld spart und oder wer Geld sparen möchte und mit ein bisschen weniger Stabilität auskommt, dem sei die Tasche empfohlen. Wer es aber formschöner mag, vielleicht auch sogar in Kombination mit dem Z2 Mixer von Native, der findet mit dem Stand wahrscheinlich die schönere und praktischere Variante. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.